Herr Becker, heute ein ganz großes Thema natürlich der ORF. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt letzte Zeit extra ein bisschen genauer hingesehen und da ist Ihnen doch einiges aufgefallen. Was denn zum Beispiel? Naja, da gibt es wiederum verschiedenste Geschichten. Ich habe es ja bereits erwähnt. Also wenn dann immer irgendwelche Pseudo-Experten für Themen geladen werden, wie zum Beispiel Rechtsextremismus, wo dann ganz klar zu verorten ist, dass es eigentlich Leute sind, die von den Grünen kommen, die von der KPÖ kommen, die große Preise der Sozialdemokratie erhalten haben, dann lohnt es sich da genauer hinzuschauen. Und es ist ja vorher auch schon gesagt worden, kann man ja alles machen, aber man sollte mal uns Insert dann unten auch hineinschreiben. SPÖ-Aktivist, grüner Aktivist, KPÖ-Aktivist, das macht mich, sondern man weckt den Anschein, dass diese Herrschaften objektiv werden und das stimmt so nicht. Ein zweiter Punkt, der hier auch nicht unwesentlich ist, ist zum Beispiel die Berichterstattung über die Rechtsextremismus-Demo, über das sogenannte am vergangenen Wochenende gewesen. Und zwar war es da so, dass der ORF behauptet hat, dass über 10.000 Personen an dieser Demonstration teilgenommen hätten. Fakt ist aber, dass es eigentlich nur ein Bruchteil davon war, das waren wenige hunderte Personen. Bin mir nicht einmal sicher, ob von jeder Organisation, die das anscheinend mitgetragen hat, überhaupt ein Vertreter dabei gewesen ist. Und das sozusagen mit über 10.000 zu beziffern, halte ich schon für sehr, sehr kühn. Und es mussten ja dann andere Fernsehsender dazu ausrücken, in dem Fall konkret Puls 4, die dann gesagt haben, naja, im Prinzip steht man hier auf einer leeren Straße. Und das, obwohl Werner Kogler und Andreas Babler noch gar nicht gesprochen haben. Und es wird auch des Öfteren gegen die FPÖ konkret eigentlich geschossen, oder? Also auch das wenig objektiv. Ja, das sieht man immer wieder und zwar, man kann es mittlerweile fast jeden Tag in irgendeiner Nachrichtensendung hören. Es gibt zwei große Säulen, auf denen man das aufbaut. Das eine ist immer FPÖ in Verbindung mit Rechtsextremismus und Gewalt, was vollkommen schwachsinnig ist, denn wir wissen, wo die Gewalt herkommt. Da braucht man sich nur am Römerplatz umsehen. Das sind eher die Herrschaften, vor denen wir gewarnt haben und das schon seit geraumer Zeit. Und Herbert Kickl setzt hier genau an, das ist einmal das eine. Und das andere, und das ist auch nicht unerheblich, dass man dann immer wieder versucht, eine Nähe zu Russland herzustellen. Und das, obwohl die ÖVP eigentlich erst letzte Woche eine Gegendarstellung machen musste und zurücknehmen musste, dass wir hier irgendeine Russlandnähe haben und hier Gelder aus Russland erhalten und uns hier verschiedenste Gefälligkeitsanträge im Parlament stellen. Also auch das ist revidiert worden, mittlerweile vom Obersten Gerichtshof bestätigt. Trotzdem hört man mit dieser eigenartigen Berichterstattung nicht auf. Wenn wir jetzt konkret auch zur Haushaltsabgabe gehen und kommen, was ist da das ganz, ganz große Problem, beziehungsweise was hat sich jetzt Neues eigentlich getan? Warum ist das Ganze jetzt eigentlich vielleicht gar nicht mehr so aktuell, beziehungsweise was könnte sich da noch ändern und was wäre Ihr Vorschlag, wie man das besser finanzieren könnte? Ja, es ist heute bemerkenswert, dass passiert. Peter Westendahl hat es ja bereits vorher erzählt. Alle Stiftungsräte haben vom Herrn Anwalt Scheer einen Brief bekommen, wo der tatsächlich und aus meiner Sicht auch rechtlich fundiert in Frage stellt, ob diese Haushaltsabgabe überhaupt rechtlich wirklich haltbar auch zustande gekommen ist. Denn es ist hier ganz offensichtlich ein wesentlicher Teil im ORF-Gesetz übersehen worden, der nämlich genau normiert, dass es drei Säulen braucht, um so eine Haushaltsgebühr einzuführen bzw. eine Änderung der ORF-Gebühr vorzunehmen, was ja de facto der Fall war. Diese drei Säulen wurden nicht eingehalten. Und hier sieht der Anwalt Scheer zumindest einen Knackpunkt dafür, dass man möglicherweise sogar den Rückschluss daraus ziehen kann, dass die ORF-Haushaltsabgabe rechtlich unwirksam ist. Das heißt, dass sie rückabgewickelt werden muss. Und was das jetzt heißt, wenn der ORF die Haushaltsabgabe an all jene Personen zurückbezahlen muss, denen man es jetzt standardmäßig vom Konto bereits abgebucht oder vorgeschrieben hat, das brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Und hier geht es natürlich auch darum, dass sich die ORF-Stiftungsräte selbst einmal darüber Gedanken machen müssen, ob sie das als Aufsichtsräte, weil nichts anderes sind sie ja, überhaupt mitverantworten können. Nicht zuletzt deswegen, weil sie mit dem Privatvermögen in dem Zusammenhang haften. Das heißt also, Peter Westendahl hat heute kundgetan, dass er hier eine Sondersitzung des Stiftungsrates verlangen wird, weil es sich hier wirklich um eine existenzielle Frage für den ORF handelt. Ich bin gespannt, wie die Verantwortlichen Lothar Lockl und Konsorten hier reagieren. Und natürlich sowieso immer wieder weiter in ein Thema natürlich in der Bevölkerung überhaupt, wie soll man sich das leisten? Sie haben schon angesprochen, man kann sich kaum das Leben aktuell noch leisten, Inflation unglaublich und jetzt wird eben das auch noch abgezogen. Ja, das ist unglaublich. Also wir leben in einer Zeit der Rekordinflation. Die Menschen wissen nicht, wie sie ihre Gebühren bezahlen sollen, Gas, Wasser, Strom, was auch immer. Die Mieten explodieren ins Unendliche und dann kommt man genau in dieser Phase der Hochinflation daher und führt diese Zwangsabgabe ein. Das ist nicht nur nicht redlich, so wie es zustande gekommen ist, sondern das kann man in dieser Phase auch nicht machen, weil man darf eines nicht vergessen, wenn solche Zwangsgebühren eingeführt werden, dann führt das ja auch dazu, dass die Inflation damit mitbeschleunigt wird. Das sind ja genau die falschen Maßnahmen. Auf der einen Seite versucht man mit irgendwelchen Trostpflastern die Inflation zu dämpfen, was natürlich nicht stattfindet und nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite ist man selbst der größte Inflationstreiber mit einer ORF-Zwangsgebühr, mit einer CO2-Steuer und viel mehr, was jetzt gerade alles über die Rampe
gekommen ist.